Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video, wo ich Europa überleben will. Andere machen es natürlich mit großartigen Staaten, wie den Deutschen, den Polen, den Franzosen, dem Vereinigten Königreich. Ich mache aber, was ihr wirklich wollt. Okay, vielleicht hat keiner nachgefragt, aber ich will heute mit Schleswig-Holstein überleben. Werden wir es schaffen, schauen wir einfach mal. Aber ich hoffe doch einfach mal, dass wir irgendwelche Dinge tun können und die Welt erobern können. Keine generischen Fokusbäume heute. Ich habe eine andere Fokusbäume mit drin, wie ihr sehen könnt. Und keine historische KI heute. Wir haben unglaubliche 2 Militärfabriken. Die sollten noch auf jeden Fall helfen, alles zu zerstören. Und wir bauen auch nochmal Konvois. Dann bin ich auf jeden Fall mal bereit, zerstört zu werden wahrscheinlich. Und wir haben auch noch Chaos Eye drin. Da wird wahrscheinlich wieder Griechenland Albanien angreifen, was irgendwie immer damit passiert. Und wie ihr sehen könnt, läuft mein PC weiterhin unglaublich schnell, Hartz auf einen vor. Wir bringen die Sozialdemokraten zusammen. Natürlich gehen wir wie immer demokratisch und haben hoffentlich bald die Vision. Militärkommandeure haben wir bald über gar keine und wir kämpfen für die Demokratie. Wir haben einfach nur Zivilfabriken. Und die Bayern wurden gerade zerstört. Ich glaube, die hatten nämlich eine Revolution von Großbayern. Okay, da sehen wir schon, in welche Richtung die gehen. Hessen, Thüringen haben wir beide auch vereinigt in der Mod. Und die Äthiopier haben auch noch einen Bürgerkrieg. Die einen auf der Seite von Italien. Und wir wollen einen Präsidenten. Wir führen auch nochmal Steuern ein. Und so schnell wie möglich Fabriken. Und wir haben auch noch einen Coup in Bolivien. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich weiß aber auch nicht warum. 2 Truppen irgendwie. Und ich weiß nicht, wann ich irgendwen angreifen soll. Weil ich will schon hoffen, dass die ihre eigenen Fabriken bauen. Und die uns damit dann helfen können, wenn wir die angreifen. Wir haben natürlich die Dänen im Norden. Hoffentlich gehen die nicht demokratisch und die gehen auch nicht demokratisch. Dadurch können wir die hoffentlich irgendwann angreifen. Wir schicken die Truppen auf jeden Fall an deren Grenze. Oder der südschleswigische Wählerverband versucht uns noch irgendwie anzugreifen. Hoffentlich haben wir keinen Bürgerkrieg durch den südschleswigischen Wählerverband, der hier natürlich noch nicht existiert. Noch mehr Einwanderung, denn wir haben gerade eine Mannstärke von 0. Und Leute sagen, die heutige Bundeswehr ist schlecht. Und die Norweger gehen auch recht. Gerade sind wir beide immer noch ein Herzogtum. Gleichheit für alle. Und noch mehr Zivilfabriken. 3 Truppen. Ich glaube, wir können nicht noch mehr holen. Commander müssen wir uns natürlich auch nochmal selber holen. Den holen wir rein, wenn ich den mal hinbekommen würde. Und ich habe neue Generäle. Noch mehr Diskurs für unseren Staat. Wir haben bald über 0% nur allein. Da hilft uns das einen hier nicht mal wirklich. Wir haben bald hoffentlich die Mehrheit. Wir können Gefangene rekrutieren. Das hier können wir gerade noch nicht machen. Bessere Wirtschaft. Mehr Bildung für das Militär. Aber diesmal in einem demokratischen Staat. Wir haben langsam mehr Bevölkerung. Griechenland hat mal wieder Albanien angegriffen, wie ich überraschend. Und sie sind immer noch im Krieg mit Italien. Die haben aber selber auch noch ein Bürgerkrieg, wobei die Republikaner gegen Mussolini kämpfen. Ich bin gerade irgendwie ein wenig verwirrt. Gegen wen kämpfen die Italiener denn sonst noch? Ich glaube einfach gegen gar keinen, also haben wir jetzt schon die Soziale Republik. Und wir haben einen Coup in Chile. Und die neuen Truppen kommen auch nochmal mit rein. Wie viel haben die Leute in Mecklenburg-Vorpommern gerade? Die haben schon mal Militärfabriken und Truppen haben die auch schon. Und hier in Niedersachsen oder Westfalen haben die auch schon ein paar Truppen. Die haben noch gar nicht mal so viel Fabriken. Ich denke mal, ich muss aber trotzdem hier irgendwie angreifen. Damit wir wenigstens 2 Staaten unter unserer Kontrolle haben. Und ich glaube, ich habe die Instant Warman vergessen. Versuchen wir das Ganze einfach nochmal. Und ich hoffe, die haben... Okay, keine Garantien. Weh, die bekommen Garantien. Die haben keine und wir greifen Westfalen an. Leute, greift doch an. Hallo? Jetzt greifen die endlich mal an. Oh nein, jetzt haben die auch schon ihre Truppen da. Ich hoffe, die bekommen keine weitere Truppe da noch an die eine Grenze. Gut, hier können wir die hoffentlich gleich einkreiseln. Weh, die haben noch eine weitere Truppe, dann haben wir nämlich ein Problem. Wir haben die encircled. Die haben aber auch noch einen Hafen. Noch eine Truppe. Ich hoffe, Leute, kreiselt die auch bitte mal ein. Wir haben eine ihrer Truppen geholt und die zweite hoffentlich auch noch gleich. Wir sollten die haben. Und von unserer KD haben wir auf jeden Fall eine gute, aber auch nochmal 3000 Leute verloren. Nicht ganz so schön. Haben die überhaupt noch eine Hauptstadt? Nein, wir haben die eingenommen. Und wir haben einen weiteren Staat eingenommen. Coimbatore haben wir natürlich auch noch mit drin. Mexiko hat Guatemala eingenommen. Und die Nationalisten haben in Spanien verloren. Und wir haben direkt die Anarchisten, die vielleicht gewinnen könnten. Das habe ich noch nie gesehen, dass die Nationalisten fallen, bevor die Anarchisten kommen. Ich wusste nicht mal, dass das überhaupt geht. Und die Anarchisten sehen gerade sehr gut aus. Mehr Fabriken. Und noch ein besseres Gesundheitssystem. Endlich können wir demokratisch werden. Artillerie. Und wir rehabilitieren Menschen. Und wir werden sozialliberal. Irgendwas Seltsames ist gerade in China passiert. Was hat die Sowjetunion da gemacht? Vielleicht haben die der Mongolei geholfen oder die Team mit Manchurien. Vielleicht, weil wir einen Bürgerkrieg in Japan haben mit den Demokraten und mit Hirohito. Im Vereinigten Königreich haben wir noch gar keine größeren Veränderungen. Und okay, die Dänen sind auf einmal ein Teil von Schweden irgendwie. Und die Schweden sind Kommunisten und die Dänen sind auch Kommunisten. Ich bin immer mehr verwirrt. Und die Republikaner haben in Italien gewonnen gegen Mussolini. Währenddessen gewinnen die Anarchisten in Spanien. Jetzt werden die den
Länge auf jeden Fall interessanter. Die Bayern sind befreundet mit Äthiopien und mit Norwegen. Weiter mit der Sozialdemokratie. Können wir beide theoretisch auch Anarchisten werden? Ich glaube nicht. Und wir haben irgendwelche Brigaden gerade bekommen. Können wir nicht schnell demokratisch werden gleich? Wir haben eine demokratische Mehrheit. Ach, wir sind auch Demokraten, aber haben keine Wahlen mehr. Ja, das ist typisch Scheu-Vor, würde ich mal sagen. Mein Roleplaying wurde auf jeden Fall gerade zerstört. Und wir haben ein Bürgerkrieg in der Sowjetunion natürlich wieder. Die kämpfen auch gegen Finnland? Oder kämpfen die gegen Finnland? Gegen wen kämpfen die Finnen hier? Gegen die andere Sowjetunion, glaube ich. Wobei, ich glaube, die kämpfen gar nicht gegen die. Okay. Wir brauchen mehr Bevölkerung in der Armee. Auf einmal nationalisieren wir alles. So geht die Sozialdemokratie eigentlich nicht. Und Hessen, Thüringen hat gerade Württemberg eingenommen. Das sind beide bei Kommunisten. Wir haben auch noch einen Bürgerkrieg in Malaysia gehabt. Ich hoffe, wir können Mecklenburg-Vorpommern gleich einnehmen. Wie viele Truppen haben die? Die haben 1 bis 4. Wir haben eine Truppe mehr. Das sollte hoffentlich einfach reichen. Und wir greifen an. By the way, haben wir immer noch keine Flugzeuge. Die musste ich überhaupt noch mal bauen. Wir haben noch gar keine Module. Ich kenne mich nicht genug aus mit dem, was ich hier eigentlich machen soll. Wir haben auch keine Air Experience. Ich weiß gar nicht, wie wir die überhaupt bekommen können. Und oh nein, jetzt werden wir eingenommen von Mecklenburg-Vorpommern. Wie? Nein. Warum greifen unsere Truppen nicht richtig an? So, und ich hoffe, wir haben noch eine Chance, die zu schlagen. Eine unserer Truppen wurde gerade eingekesselt. Schnell, unsere eine Truppe. Okay, wir haben die noch bekommen. Und ich hoffe... Oh nein, wir haben immer noch gute Zahlen. Die haben auch noch eine Tank Division. Die können wir aber relativ schnell ignorieren. Wir müssen einfach nur die Truppen da oben schlagen. Schnell, Leute. Denn die da unten greifen auch schon wieder Leute an. 90%, das schon 90%. Okay, wichtig. Jetzt wollen die nochmal nach Kiel gehen. Oh nein, jetzt haben die schon wieder die ganze da geschlossen. Wir ignorieren die ganze Grenze und gehen einfach mal nach unten. Leute, bitte. Geht einfach nach unten. So, und angreifen. Jetzt, meine Freunde, wir müssen es auch irgendwie schaffen. Venezuela hat gerade Kolumbien eingenommen. Das ist auf jeden Fall eine interessante Ansicht. Der freie Markt. Ich möchte endlich einfach nur diese Truppen haben. Warum können die das nicht einfach hinbekommen? Okay, das sieht nochmal besser aus. Jetzt wollen wir aber auch noch eingekesselt. Wir müssen auf jeden Fall erstmal deren Truppen schlagen. Schnell. Oh nein. Wir müssen nochmal die andere Seite angreifen, denn ich hoffe, wir fallen hier nicht. Wir sind ein bisschen nah an der Kapitulation schon. Schnell zurückholen, Leute. Leute. Wir verlieren, weil wir zu langsam sind. Dann kriege ich echt einen Anfall. Nein. Wir haben wieder Hamburg. Wir greifen Lübeck an. Wir greifen alle an. Ich weiß immer noch nicht, wie nah wir in der Kapitulation sind. Okay, wir haben die angenommen. Oh, ich dachte schon, wir wären gefallen. Endlich eingenommen. Ich hatte gerade ein wenig Angst. Mehr Waffen. Wir haben schon mal Transportflugzeuge. Die helfen uns, denke ich mal, wenig. Schlesien wurde von irgendwem gerade eingenommen. Vom anderen Schlesien vielleicht. Ich bin ein wenig verwirrt. By the way, hoffe ich, das Ganze hat euch ein bisschen gefallen. Wenn es euch gefallen hat, solltet ihr auf jeden Fall abonnieren. Denn dann verpasst ihr keine weiteren Hearts of Iron 4 Videos mehr. Denn ich werde weitere dieser unglaublichen Videos machen. Gerne auch ein Like lassen. Damit helft nämlich dem Video im Algorithmus. Und gerade läuft auch noch unsere August-Community-Wahl. Da könnt ihr gerne in der Beschreibung teilnehmen. Ist auch eine Community-Umfrage, also auf jeden Fall lohnt sich. Sehr viel Spannendes da auf jeden Fall, auch wenn ihr neu seid. Und die normale Sowjetunion hat gerade gewonnen mit Stalin. Und in Griechenland, die haben schon wieder verloren. Vor allem, wie die auch immer Albanien angreifen. Und jetzt sind sie, ich denke mal, ein Puppet. Ich vermute mal, nein. Aber die sind wieder demokratisch. Ich weiß weiterhin nicht, wie ich Experience bekommen soll. Ich habe auch keine Sachen, mit denen ich das irgendwie holen kann. Kann ich mit denen hier trainieren? Ich habe keine Ahnung, wo man das machen kann. Ich glaube nämlich nicht. Ja, ich habe wirklich keine Ahnung, wie man das macht. 4 weitere Truppen. Nochmal bessere Wirtschaft. Schauen wir mal, ob wir Brandenburg holen können. Wir haben nämlich hoffentlich weiter mehr Truppen. Oh nein. Die haben bessere Truppen. Okay, die haben bessere Truppen. Da kann ich direkt mal aufgeben. Ich habe weiterhin keine Ahnung, wie ich gute Truppen bekommen soll. Das hier ist nämlich gerade meine Division. Vielleicht fehlt uns Mannstärke und nochmal ein wenig Artillerie. Leider bekommen wir hier auch nicht mehr Truppen. Die League of Nations wurde gerade abgeschafft. Keine Ahnung warum, by the way. Wir haben nämlich irgendwie Italien gegen. Okay, wir haben ein neues Team mit der italienischen Konföderation. Die wollen Military Access bei uns haben. Dürfen wir in deren Team rein? Ich will in deren Team. Wir brauchen mehr World Tension. Nein. Gegen wen kämpfen die denn? Die kämpfen gegen Norwegen und gegen Schottland. Nee, die haben die Norweger hier. Warte mal, haben die das einfach bekommen vom Vereinigten Königreich? Nein, ich glaube, die kämpfen nicht gegeneinander. Ich bin verwirrt. Norwegen haben wir aber auch noch hier. Ich bin so verwirrt. Mehr Militärfabriken. Bomben holen wir auch nochmal. Wir haben Frankreich im Norden vom Vereinigten Königreich. Die Republikaner haben doch noch in Spanien gewonnen. Österreich währenddessen greift die Schweizer an. Ohne Fokus, warum das ist irgendwie interessant. Können wir hier irgendwo noch bessere Truppen bekommen? Ich hoffe einfach mal. Vielleicht haben wir deswegen ja gerade verloren. Wollen wir besser trainierte Leute? Wir hoffen es einfach mal. Frankreich greift noch nicht Norwegen an sich. Und Albanien ist in der Pan-Germanischen und Hornt. Was ist hier gerade passiert mit Norwegen? Okay, ich greife auch nochmal Norwegen an. Vielleicht bekommen wir da euch ein paar Teile. Und kommen damit ins französische Team. Die sind im Team hier Italien. Und wir gehen in deren Team rein. Schnell
quer die gesamte Armee nach Norwegen für mehr Territorium. Oh nein, warum bewegen sie sich nicht? Warum? Ich finde keinen Path to Target. Geht doch einfach über das Meer. Okay, dann müssen wir eine andere Sache machen. Wir haben ein größeres Team und wir haben Nachbarn hier in Dänemark. Also greifen wir die einfach mal an. Ja, ich hoffe, unsere Teampartner, die sollten hier auch gleich reingehen. Ich hoffe, die helfen uns. Die greifen die noch nicht mit an. Leute, bitte Frankreich, wir brauchen eure Hilfe. Litauen greift Königsberg währenddessen an. Die sind irgendwie im Team mit Brandenburg und mit Hessen und die sind alle im Team mit Tanutufa und Mao. Nochmal mehr Waffen. Litauen hat die auf jeden Fall eingenommen. Wir machen noch nicht wirklich viel gegen Dänemark. Nein. Oh nein. Oh nein. Wehe Dänemark. Wehe Dänemark. Wehe Dänemark. Haben wir die hier schon gekort? Ja. Aber Schleswig-Holstein nicht so viel. Warum sind die noch nicht im Krieg mit? Danke, Leute. Bitte helft uns. Hey, wir fallen wegen der AI wahrscheinlich. Weil wir so langsam sind. Warum sind wir wieder so langsam? Hamburg wieder. Ich hoffe, dadurch fallen wir hier nicht gleich direkt. Wir müssen aber Lübeck wahrscheinlich auch noch holen. Und alle pushen. Wir sind wahrscheinlich nicht weit weg vom Fallen. Wo sind wir? Oh, wir sind noch mal ein bisschen sicherer geworden. 14% wäre auf jeden Fall gut. Pommern wurde gerade eingenommen von Polen. Und wir haben wir echt schon gewonnen. Ach, gegen Norwegen. Können wir überhaupt noch Sachen einnehmen? Vielleicht die Staaten hier oben? Vielleicht noch einen? Nein, ich will in einen Staat noch, bitte. Wir haben 3 neue Staaten im Norden. Es ist gerade so viel passiert. Und was ist hier gerade noch passiert? Norwegen, da haben wir wieder einen demokratischen Staat. Dann haben wir, glaube ich, noch in Südamerika. Linke in Venezuela. Mexiko hat, glaube ich, nochmal Honduras mit eingenommen. Noch sonst irgendwelche Sachen? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, große Teile von Äthiopien gingen aber nach Italien. Und wir nehmen die ganzen Teile nochmal ein. Dadurch, dass die eingekaltet sind, sollten die kein wirkliches Problem sein. Sind sie auch nicht. Und wie viel machen wir bisher? Meutereien, oh nein. Patriotische Ansprache. Wir machen bisher fast 50% von allen Sachen. Über 50%. Wird ich vermute mal nicht mehr lange halten, aber vielleicht, wenn wir so 20-30% machen, wäre es auf jeden Fall sehr, sehr schön. Auch für mehr Bevölkerung im langen Effekt. Noch höhere Mobilisierung können wir auch noch machen. Wir brauchen aber definitiv Teampartner, um hier zu gewinnen. Wobei, naja, wirklich pushen können wir hier nicht gerade. Mehr Waffen und eine bessere Land Doctrine. Die können wir langsam auch nochmal aufbessern. Und vielleicht Norden von Dänemark wird schon mal eingenommen. Wir pushen im Süden. Und wir haben die Hispanische Allianz. Im Norden werden unsere Territorien auch nochmal eingenommen von Schweden. Bornholm wird von unseren Teampartnern eingenommen. Noch weiter. Und wir nehmen die Teile Argentinien gerade. Ich glaube Uruguay eingenommen. Nicht Uruguay, sondern einen Teil vom Süden von Bolivien. Ich stelle schon einfach gar keine Fragen mehr. Und was haben wir hier gerade? Wir haben einfach... Wie leben die faschistischen Norweger immer noch in Irland? Das ist so cursed. Leben die noch irgendwo? Ja, die leben auch noch hier in Neufundland und Labrador. Ist das doch deren Kernterritorium? Nein, ist es nicht. Okay, gut. Und Norwegen oder Schweden wird gerade auch schon eingenommen hier in den Teilen. Unsere Truppen. Wir wollen nach Krimhavn. Dänemark gefallen. Dadurch gleich nur Schweden. Sehr, sehr schön. Die besten Panzer brauchen wir. Wir haben auch eine Übermacht an den Fliegern, die wir ja immer noch nicht bauen können, weil wir weiterhin keine Experience haben. Und ja, ich spiele das Spiel mittlerweile seit Jahren und habe immer noch nicht gelernt, wie man die ganzen Sachen macht. Wir pushen natürlich weiterhin und wollen das norddeutsche oder schleswig-holsteinische Imperium. Noch mehr Panzer, die ich eh nicht bauen werde, weil ich keine Ahnung habe, wie ich die bauen soll. Und natürlich brauchen wir auch nochmal mehr Ressourcen. Endlich mal grün. Wir ignorieren weiterhin, dass ich davon kaum was mache. Wir haben auch keine Zivilfabriken, die wir gerade richtig bauen. Und wir machen das hier oben nochmal zu Kernstaaten. Den anderen können wir auch nicht machen. Die Truppen ignorieren wir by the way alle. Wir haben irgendwelche Grenzprobleme mit irgendwie, mit Norwegen scheinbar. Die Sowjetunion nimmt auch nochmal Rumänien ein. Und ich will nicht wissen, was in den Jugoslawien gerade passiert. Kämpfen da andere Truppen auf dem Territorium? Das habe ich irgendwie noch nie richtig gesehen. Ich glaube, das passiert nämlich gerade. Dürfen die einfach alle auf deren Territorium gehen? Ich vermute einfach mal, dass die das irgendwie dürfen. Hier haben wir auf jeden Fall noch einen Krieg und offensiv, also keine Ahnung gerade. Die Niederländer sind auch nochmal im schwedischen Team. Oh nein, wir haben nochmal einen ganzen Krieg hier mit Mitteleuropa. Können wir endlich mal bitte Schweden einnehmen? Wie lange können die überhaupt noch halten? Die haben noch überhaupt 99% vor Kapitulation. Bitte gleich endlich 100% und wir können die einnehmen. Wie viel dürfen wir uns holen? Wir können, ich glaube, am meisten holen. Weh, wir bekommen nicht mal komplett Dänemark. Ich will Bornholm und Soskorn ja auch noch bitte. Die ganzen Teile. Ey, alle wollen wirklich die Teile haben. So, die ganzen Sachen. Und noch einen weiteren Teil. Ich hoffe, die beiden können wir uns auch noch holen, weil wir mehr als die Franzosen haben. Holt dann noch. Den können wir nicht, den auch nicht. Und ich glaube, da
damit haben wir alle Sachen, die wir uns holen können. Das ist auf jeden Fall sehr schön viel Territorium. Endlich eine Imperium für Schleswig-Holstein. Der Traum von Hendrik Wüst. Und die Teile bitte auch nochmal schnell. Und die auch nochmal. Warum haben wir eine Emokalisation? Weil wir noch einen Teil nicht gecourt haben. Estland greift auf einmal Finnland an. Die sind nämlich mit Schweden. Ich weiß nicht, was hier gerade passiert. Ach, die sind in den Alliierten mit drin und ich bin noch verwirrter als vorher. Ich will die weiteren Truppen endlich haben. Und dann werden wir Mitteleuropa einnehmen. Wobei ich glaube, wir müssen, denke ich mal, jetzt schon angreifen. Brandenburg ist nicht mit denen im Team. Ich bin verwirrt. Egal, wir greifen Thüringen an oder wir gehen direkt in deren Team rein. So, alle mit in den Krieg. Nochmal mehr Investments. Und dann sind die auch noch im Team in Spanien. Gegen wen kämpfen wir gerade? Warum kämpfen wir gegen Spanien und Frankreich nicht gegen die? Warte mal, ist das Team auseinandergefallen? In welchem Team sind wir überhaupt noch gerade? Italien hat hier ein eigenes Team auf einmal? Was ist hier gerade passiert? Es ist so cursed. Wir haben auch nochmal einen Bürgerkrieg in Südafrika. Glaube ich zumindest gegen nur Namibia. Und im normalen Südafrika sind einfach nur noch Demokraten. Warum musste unser Team nur auseinanderfallen? Wir haben, ich glaube, noch gar keine Veränderung an der Front. Ich warte einfach mal bis Juli und wenn wir es dann keine Veränderung haben, gebe ich, glaube ich, auf. Oh, wir pushen wenig. Alle Erwachsenen müssen in die Armee. Irgendwie sehe ich da euch aber nie so wirklich große Veränderungen. Ich verstehe immer noch nicht, was hier in Jugoslawien passiert. Kämpfen die scheint wirklich auf deren Territorium zu kämpfen, ohne gegen die zu kämpfen. Und Italien kämpft auch noch gegen die Sowjetunion, genauso wie Frankreich. Kämpfen wir auch gegen die Sowjetunion. Wir kämpfen auch noch gegen die. Nochmal mehr Research, was wir eh nicht mehr brauchen werden. Und die Polen greifen auch nochmal die Sowjetunion an. Spanien wird von Portugal und Frankreich eingenommen. Und Leute, ich glaube, hier machen wir einfach mal Schluss. Ich gebe die Hoffnung für diese Erde einfach mal auf. Vor allem, dass wir hier noch Sachen machen können. Denn wir können selber nicht mehr wirklich pushen. Und kämpfen wir ja eh schon gegen die ganze Welt. Da, glaube ich, haben wir alle schon gesehen. Die USA greifen auch nochmal Mexiko an. Und sind irgendwie im Team mit auch noch Brasilien und allen da. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Lasst auf jeden Fall wie immer gerne ein Like und ein Abo da. Und nehmt bei der Community über teil. Das andere Norwegen greift auch noch diese Sowjetunion an. Wir sind immer noch hier. Hier findet ihr auf jeden Fall nochmal ein anderes Video. Da habe ich versucht, mit Deutschland in Ages of Conflict Europa einzunehmen. Ob ich das geschafft habe, könnt ihr ja sehen. Und wenn euch das hier gefällt, sollte euch das auf jeden Fall auch gefallen. Viel mehr kann ich heute auch nicht mehr sagen. In der Beschreibung findet ihr meinen Discord-Server und könnt da wie immer gerne mal drauf joinen. Das war's aber für heute und ich sage einfach nur noch Ciao.